Also bei den MMORPGs sowieso, also vor allem von den Free-to-Play-MMORPGs waren dazu mal noch keine besseren als Regnum auf dem Markt. Und natürlich bei einem Echo-Shooter ist die Grafik dazu mal schon viel besser, aber ja, sie ist einfach gut, also sozusagen für dieses Alter. Auch weil es eben ein MMORPG ist und ein Rollenspiel und das Mögliche, wo nicht so die Grafik braucht. Ja, ist relativ gut, ja. Müssen hier hoch. Ja, hier ist ein Kasten, eine Garderobe. So. Okay. Schade, dass auf der Map nicht ein Pfeil oder so zu sehen ist, wo die Quest auch zum Abgeben ist. Es ist nur der Pfeil dort, wo man so einen Wächter oder ein Monster besiegen muss und nicht zum Questgeber zurück oder so. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber wahrscheinlich waren sie einfach zu faul. Ich würde niemals, also bei der Games-Entwicklung würde ich nie zu faul sein. Außer es ist Java. Ich kann Java nicht ausstehen, darum habe ich überhaupt noch keine Mods oder Plugins installiert. Nicht installiert, gemacht, also entwickelt. Hm. Okay, wir gehen jetzt aber zuerst nach Ulrin Ashir. Sonst bleibt das immer dort unten. Anfängergebiet. So, jetzt bräuchte ich eigentlich ein Pferd. Aber ich habe natürlich kein Geld. Ich bin pleite. Ich bin ein bisschen vom Pech verfolgt. Aber momentan wird alles viel besser. Ja, zuerst eben diese Krankheiten, dann die Armut, das Problem mit der Depressionen, Familienstreitigkeiten, Streitigkeiten mit Kollegen, alles mögliche. Und viele Kollegen habe ich verloren, weil die alle irgendwo weit weggezogen sind, weil sie irgendwelchem Job hinterher eiferten oder so. Das ist dann, ja, wenn man dann zu Hause bleibt. Man ist zu Hause dann eigentlich am Arsch. Also wenn man in dieser Region bleibt, dann hat man keine Kollegen mehr. Da muss man unbedingt wieder finden. Ich kann dann nicht einfach irgendwo in eine in ein Gasthaus gehen oder in eine Bar oder so und da Kollegen treffen oder in eine Disco. Weil also erstens bin ich kein Alkoholiker, zweitens finde ich es dort viel zu stickig. Drittens, ich kann nicht irgendwo in einer Disco oder in einen Club gehen, weil ich sehr empfindlich bin, vor allem meine Ohren. Und dadurch fast mein Trommelfell explodiert. Da bin ich ein bisschen im Pech. Und da ich sehr viele so Richtungen wie Hip-Hop oder ja andere Musikrichtungen oder einfach Richtungen wie zum Beispiel Punk oder sonst nicht mit Eifre oder so, bin ich ja eher auf YouTube konzentriert und auf den Server, um besten Kollegen zu finden, die Leute immer sehr weit weg wohnen. Das ist das Pech. Niemand will zu mir nach Hause kommen. Komm, lade. Gut. Ja, aber ich war sehr lange ein Einzelgänger, also ist gut, dass ich YouTube gefunden habe und ich habe eigentlich, seitdem ich auf YouTube war, seitdem ich das registriert war, und das war im April 2009, habe ich eigentlich immer Let's Player sein wollen. Da habe ich einen einzigen YouTube-Deutscher, also Let's Play-Deutscher, gab es dazu mal. Das war Waldis 348
Und der hat wirklich alle motiviert, auch mitzumachen und so. Und er hat jetzt eine riesige Community auf Deutsch eigentlich gemacht. Momentan ist er leider nicht so bekannt. Aber ja, er ist immer noch sehr talentiert, kann immer noch sehr viel. Er kann sehr lustig sein und er kann gut erzählen. Richtig guter Let's Player. Schade, dass er nicht mehr so bekannt ist. Aber das ist auch, weil er sehr lange Pause gemacht hat und einen neuen Kanal machen musste. Aber ja, es wird schon, bald ist es wird schon. Wie bei mir hoffentlich bald auch ein bisschen wird. Es geht aber immer schneller und das finde ich cool. Also Daumen nach oben und ihr könnt was. Ihr seid auch motiviert, das sehe ich. Und könnt immer alles machen, damit ich besser werde. Also das ist sehr viel. Auch von einer einzigen Person möglich. Also ich kann mit dem nicht reden. So. Gut. Jetzt müssen wir nach oben. Das ist dieses Pilzquest, oder? Ja, interagiert mit roten Pilzen. Der Baum gefällt mir, der hat so richtig was Mysteriöses. So, die Pilze sind hier am Baum, da sind sie schon. Ja, haben die mir die Quest auch gut. Bin leider noch etwas lowlig. Ich sehe es manchmal gar nicht, dass jemand schreibt. So haben wir die auch. Okay, das ist noch eine Nachfolgequest. So haben wir hier noch. Durchklicken. Sehr spannend. Da möchte ich eigentlich immer etwas noch erzählen nebenbei, damit ihr nicht gleich einschlaft. Tut mir leid, aber das ist hier im Game so. Und ich habe es bei Mountain Blade Warband Let's Play gesehen. Wenn ich zu viel lese, zieht sich das Let's Play extrem gummiartig in die Länge. Und das ist dann auch weniger gut. Also da möchte ich so schon gerne die Quests hier überspringen. Sie sind jetzt wirklich nicht ganz so interessant. Und wenn ihr es trotzdem sehen wollt, könnt ihr gerne auch einen Charakter aufbauen. Steht euch frei, das Spiel ist kostenlos und ja. Und ich kann euch auch ein bisschen pushen. Also ich pushe gerne. Also ich sage gerne gute Kommentare, Motivationen und so. Den anderen Let's Play. Ich bin einer, der gerne anderen hilft und nicht wegdrückt oder so. Oder ignoriert. Oder sogar hatet. Es gibt viele Let's Player, die haten nebenbei sehr viel. Ich sage jetzt keine Namen, nein, ich sage keine Namen, aber ich kenne sie, ich weiß, wer was macht. Also ich habe da so sehr gute Leute, die mir vieles erzählen. Zum Beispiel, dass LP mit Kev nicht gerade eine weiße Weste hat. Aber ich sag nicht, was er gemacht hat und wieso. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ins Gefängnis muss oder so. Und ich will ihn ja jetzt auch nichts Falsches unterstellen. Für mich ist es einfach, der hat es gemacht und ja, er hat es wahrscheinlich auch bereit und darum ist es halt für mich in Ordnung. Wir haben so viele Quests schon wieder.
könnten wir eigentlich nur von den Quests ein Level abbekommen. So weiter, gell? Gut. Da unten. Und da drüben ist noch ein Busch. Gehen wir zum Busch, zum Wilhelm Busch. Beblümter Busch. Okay. So, ich habe irgendwas im Hals, muss kurz etwas trinken. So, dieses Geräusch werdet ihr wahrscheinlich viel von mir hören. Aber ich habe nicht so, ich bin sehr trocken und ja, das Reden macht sehr einen steifen Hals und so. Und ich erzähle ja viel meistens. So, wir wollen mal wieder ein bisschen Monster kloppen. Gehen wir zu den Goblin-Spalten am besten. Wenn wir jetzt fertig sind, hoffentlich. Das Spiel will mich ein bisschen trollen. Mach mal ein bisschen weiter hier unten in der XP-Bar. Bist du ein Trödel? Nö, nicht wirklich. Es ist nichts los. Gelbe Bäume, okay. Herbstlich. Und das sind wahrscheinlich diese gelben Ahornbäume. Also das ist jetzt irgendwie eine Birke. Mit gelben Blättern. Okay, die roten sind... Das sind Ahornblätter, ja. Die ganz roten, das sind Ahorn meistens. Was es manchmal in den Parks gibt. Gibt ganz viele Ahorn. Ich habe mal richtig gut mit Bäumen ausgekannt, weil mein Großvater war Holzfäller und ja, da musste er die richtigen Bäume fällen und so, hat er mir immer gesagt, das ist eine Buche, eine Hainbuche und das ist eine wie heißen die anderen Buchen? Ja, irgendwie. Also da, ich hatte eine richtig schöne Kindheit im Lande und ohne irgendwelchen Störenfriede oder Probleme, keine Finanzprobleme, keine Probleme mit anderen Leuten und so. Also war richtig schon fast Luxus für mich. Aber eben heutzutage wird auch auf dem Land viel zu viel gebaut, viel zu viel neue kommen oder gehen und ja, es hat sich so extrem schnell geändert. In den 90er war wirklich noch alles in Ordnung. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie eigentlich anrichten. Das ist ein bisschen blöd. Ah, komm schon, anvisieren, nicht daneben klicken. Komm, greif an, bevor du weggehst. Gut, Mark bleibt noch ein bisschen. Schön, sehr gut. Jetzt können wir mal ein bisschen ausruhen. Der geht. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft, ja. Dann müssen wir noch Ork-Knechte töten. Strandspinnen. Und dann gehen wir wieder zurück. So. Ja, das Life brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das was uns fehlt. Der
Dämon richtet schon alles. Der hat extrem viel Leben. Die machen fast keinen Damage. Das ist richtig gut. Also ich habe immer gedacht, Dämon sei die letzte letzte Beschwörung, aber es ist, glaube ich, der Steingolem oder so etwas. Oder ist der Steingolem der erste Golem, sonst gibt es zwei. Irgendwie so etwas. Muss ich da mal genau schauen. Machen wir dann wieder, wenn wir Level Up sind. So, jetzt muss ich hier die Imps rausnehmen. Die machen richtig Damage, also das ist geil. Und sehr schnell. So, jetzt machen wir den Käferschwarm. Und werden die Feuerbeherrschung an machen. So, sehen wir nicht, wie viel Schaden der erhalten hat. So, greif an. Gut. Ja, jetzt noch ein. Yeah, geht schnell. Die haben wirklich keine Chance mehr. Auch wenn sie noch gelb waren vorher. Aber die bekommen irgendwie ein bisschen Schadensresistenz, wenn sie zu hochlevelig sind oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Wird auch nirgends beschrieben. Aber ich denke schon, also. Ich habe immer weniger Probleme mit normalen Monstern. Welche Klasse bist du? So, das sind Orknechte, aber das sind Anführer. Das sind Orks, da ist ein Orknecht. Muss schauen. Nicht Käferschwarm. Kieferschwarm. Okay, der greift nicht an, das ist gut. So, greif du an, ja. Geh rüber. Nein, nicht den Hammer ins Face. Schlimm da. Der macht nur Probleme. Aber jetzt ist er ja tot. Tot. So, jetzt bin ich ein bisschen wach. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr scherzen. Komm, das schaffst du noch. Überlebst. Nein, er hat es nicht überlebt. Das ist knapp. Und jetzt ist er tot. Bleibt einfach mal ein bisschen stehen. Ja, kein Problem. Gut, nächster. Turn up Paladin.